Hallo und guten Abend, liebe Freunde und Zuhörer. Ich mache heute einen ganz kurzen Bericht aus meinem ersten Tag der Quarantäne. Ich hatte mich gestern wegen eines positiv getesteten Fraktionskollegen routinehalber, fast vorsichtshalber, beim Arzt testen lassen. 24 Stunden, also heute Nachmittag, rief die Ärztin zurück mit den Laborergebnissen. Sie sagte, das war schon ein kleiner Schock, ich sei positiv. Aber ich hatte eigentlich ein bisschen damit gerechnet, denn am Freitagabend, da hatte ich so 20, 25 Minuten lang Schüttelfrost, einen Schweißausbruch, war ein bisschen taumelig auf den Füßen. Das war's aber auch an Symptomen bis jetzt. Die Ärztin sagte mir, dass sich das Gesundheitsamt München bei mir bald melden wird. Es habe aber wohl geschlossen übers Wochenende. Das hat mich dann schon etwas irritiert, denn vor dem Hintergrund, dass jetzt die Corona-Krise sich ausweiten wird, da müssen die Gesundheitsämter Notdienst, Wochenenddienst natürlich als Normalität haben. Ich habe heute den ganzen Tag leichte Sachen gearbeitet. Mein Partner Steven hatte gestern schon eingekauft. Da waren dann solche Sachen, die wichtigsten, die Snickers, nicht unbedingt Reis und Erbsen, wie ich ihm aufgetragen oder ihn gebeten hatte. So, und ich werde jetzt schlicht und einfach warten, bis das Gesundheitsamt sich meldet, denn das hat ja sozusagen hoheitliche Gewalt über mich, und werde dann den Anweisungen Folge leisten. Ich werde euch morgen Abend Bericht über den Tag 2 geben. Tschüss.